Ja, hallo Leute, hier euer Toso mit Let's Play Gear of War 3 und wir sind hier in Hannover gelandet, die Heimatstadt von Cole und schauen, wie es da jetzt weitergeht. Was ist also dein Zuhause, Cole? Nobel, hat sich in der Zwischenzeit viel verändert? Hey, die ganze verdammte Welt sieht so aus. Bewegung! Okay, Bewegung. Hey, guck mal da drüben. Ich schätze, das war mal ein gestrandeten Vorposten. Oh, irgendwie glaube ich nicht an einen natürlichen Tod. Wirklich, Doktor? Yep, nenn es weibliche Intuition. Ich sagte doch, Zeitverschwendung. Es muss hier noch weitere Außenposten geben. Suchen wir weiter. Also, ich denke, wir müssen da am... Ach so. Aha, Zeitverschwendung. Wir müssen dorthin. Okay, dann laufen wir mal flugs drauf los. Wir sind hier unterwegs jetzt, diesmal mit Sam und die kann ich nicht, und Carmine, kann ich nicht aussprechen. Dann los geht's. Okay. Wir müssen aber dorthin und wir haben ja Zeit, wir müssen ja nicht laufen, oder? Ich sag's dir, hier wimmelt es von Freaks. Du weißt, was Stalks bedeuten. Polypen. Wir haben seit Monaten keine Polypen gesehen. Entspann dich. Leute, da sieht's aus. Ja. Hey, Baird, sieh mal. Das Haus dort drüben. Ich kann uns sehen. Dich und mich. Zwei Kinder. Einen Hund. Ja. Und meine große Packung Suizidtabletten. Tja, dann muss ich dein Abendessen nicht mehr vergiften. Also Sam... Ja, eines Tages werde ich dir fehlen. Baird. Nur wenn ich mal in der Klemme stecke. Die Grafik-Engine ist ein Wahnsinn, ja? Ich kann mich nicht genug satt sehen. Okay. Lauf zu, Tosa. Da haben wir einen leuchtenden, ja? Suchen Sie Überlebende, das werden wir gleich machen. Und hat der dann Auge? Oder war es das schon? Leute, kommt das gut? Okay. Das schaut nach Straßenkampf aus, ja. Aha. Ganz langsam. Ruhig Blut, mein Freund. Waffen sichern! Hey, die KOL kommt, um uns zu zivilisieren. So eine Freude. Wir sitzen alle im selben Boot. Wir wollen nur Nahrung tauschen. Tja, wir haben kein Essen übrig. Und selbst wenn, würden wir sicher nicht mit euch KOL-Ärschen tauschen. Oh... Für sie gebe ich dir schon ein Stück Speck. Speck. Hey, mach das Geschäft, Cole. Ich hatte seit 6 Monaten keinen Speck. Danke, verzichte. Gibt's hier noch andere Camps? Ein paar. Versucht es beim Lagerhaus unten am Anleger oder beim Stadion. Klar, da müsst ihr an den Leuchtviechern vorbei, aber hartgesottene Helden wie ihr schaffen das sicher ohne Probleme. Der lacht sich eins ohne Ende. Oh, cool. Ziemlich ungesellige Kollegen, oder? Das nennt man Arschlöcher. Ach, kommt, sehen wir weiter. Irgendwo hier muss sogar ein alter Tante-Emma-Laden sein. Mal schauen, ob die Angebote noch gelten. Okay, Tante-Emma-Laden kommt immer gut. Offenes Schussfeld? Ja. Verdammte Schande, dass Jack nicht für das Tor da ist.
Der kleine Kerl fehlt mir. Hey, er ist noch kein Schrott, okay? Ich suche noch nach einer Energiequelle für ihn. Bevor du dich versiehst, ist er wieder wie neu. Machen wir es auf die Delta-Art auf. Okay, Delta-Art, das klingt cool. Also, das bleibt natürlich wieder an mir hängen, ja? Hey, Bert, warum springst du nicht drauf? Ich gebe dir dann einen Schubs. Ja, weißt du was? Nein, danke. Können wir drauf springen? Ne, lass doch nicht zu. Ja. Na, dann geht's los. Na, endlich. Und die kommen aus dem Boden. Hier lebt noch einer! Vorsicht! Scheiße, was ist das? Ja, was ist das? Was immer das ist, es bricht den Weltrekord im Hässlichsein. Vorsicht, Stark! Müssen wir den jetzt auch noch? Vorsicht, Leuchtviecher! Ziel auf die Kapsel! Leuchtende! Ja, das gibt's ja nicht, den jungen Mann. Der ist längst markiert. Vorsicht, Leuchtviecher! Bin im Bereich Baby. Keine Money. Money, Money. Glaubst du, ich erwisch den? Das gibt es doch nicht. Frank ist raus. Werfer raus. Komm, Kettensäge. Ja. Ja, das tut weh, ich weiß. Sieh mal deine Beine an, wie die aussehen. Achtung! Ist das eklig? Leuchtende! Und, war es das jetzt? Wertloser Mensch! Beschuss! Was sind das für Viecher jetzt schon wieder? Wir haben noch mehr! Was ist los? Geht's dir nicht gut? Der Cold Ray nimmt sich einfach, was er will. Mensch. Kannst nicht lassen. Mir geht die Moon aus, Leute. Das kann ja nicht sein, oder? Frank ist raus. Leuchtende! Hilf einem Mädchen und stirb einfach, ja? Ein Leuchtchen weniger!
Na komm, Schatzi. Jawohl. Weißt du, vielleicht war ich zu hart zu den Polypen. Sie sind mir jedenfalls lieber als diese neuen Leuchtviecher. Cole, weißt du sicher, wo der Laden ist? Ich meine, als du ein großer Trashball-Star warst, haben das sicher andere gemacht. Klar, aber einer von ihnen muss mir bei meiner Maniküre gesagt haben, wo er ist. Weiter geht's. Also ich brauche da eine andere, ja, Hammerperson. Okay. Boah, noch warm. Ich hab da voll die Mund verloren. Wo sind denn die Jungs jetzt alle? Ja, ich hab das wieder... Jo, der Laden sollte dort vorn sein. Wir nehmen die Abkürzung. Die sind für mich. Da liegt schon wieder Tod und Teufel auf dem Boden. Das kann doch nicht wahr sein. Aha, da kann man ja tauschen auch. Nicht schlecht. Na gut. Ich tausche schon mal mit dem die Waffe. Einfach so. Ja. Hier, nimm das. Und? Da sind wir wieder voll, ne? Okay. Gut, wir machen hier einen Schnitt. Einfach so, ja? Bevor es da wieder zur Sache geht. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder. Und ihr hattet bis jetzt ein wenig Spaß, obwohl es mir ja die Rede verschlagen hat. Die Umgebung kommt ja echt gut. Ich glaube, ich muss das noch einmal spielen. Bis dann, Leute. Euer Toso. Ciao.